Wirkungsmächtig, strahlend und auch nachdenklich stimmend. Das sind die Werke von Anselm Kiefer, einem der bedeutendsten deutschen Nachkriegskünstler. Die Pinakothek der Moderne war vorher nur im Besitz eines Werkes des großen Malers. Jetzt konnte sie in Zusammenarbeit mit der Stiftung Michael und Eleonore Stoffel die Sammlung weiter ausbauen. Diese ausgewählten Werke zeigen verschiedene Facetten, aber sie zeigen eines ganz nachdrücklich, wie er sich mit Geschichte, auch mit schuldhaft beladener Geschichte, mit dem Versagen des Menschen oder der Einbindung des Menschen in Geschichte beschäftigt. Es sind verschiedene Annäherungswege, aber immer geht es eben um etwas Großes und nicht nur um Gestaltungsfragen, sondern um Menschheitsfragen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Der Künstler Anselm Kiefer ist 1945 in Donaueschingen geboren. Seine Heimat wurde im Krieg komplett zerbombt. Daher hat er als Junge in Ruinen gespielt, was ihn später auch in seiner Malerei geprägt hat. Er hat es geschafft, das Schweigen über das Dritte Reich zu brechen. Bei seinen Kunstwerken arbeitet Kiefer mit vielen verschiedenen Materialien. Zum Beispiel die Verwendung von Blei. Blei haben schon die Alchemisten verwandt. Die haben darin Gold gesucht. Ein unedles Material, was man in etwas Wertvolles verwandeln will. Aus Blei werden auch Kanonenkugeln hergestellt. Blei ist nicht neutral. Kiefer arbeitet mit Blei. Und zu allem Überfluss ist es auch noch das Blei, mit dem nach dem Zweiten Weltkrieg das Dach des Kölner Doms gedeckt war. Also das ist beladen von Geschichte. Sein Gemälde, der Sand aus den Urnen, schaut für den Betrachter auf den ersten Blick wie eine Ruine aus. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Manufaktur für Backsteine, die Anselm Kiefer bei seinem Aufenthalt in Indien begegnet ist. Aber nicht nur die Motive sind das Besondere an seiner Malerei. Das ist eine Malerei, die enorme Dimensionen sucht und damit uns auch den Blick öffnet in große Dimensionen, in die Weltgeschichte. Das ist sein großes Thema, dass er diese Weite, diese Kraft schafft und mit dieser Kraft natürlich auch provoziert. Anselm Kiefer ist einer der ganz großen Repräsentanten der Gegenwartskunst. Mit dem Saal kann nun die Vielfalt seines Schaffens gezeigt werden.